Hallo meine Lieben, ich habe heute wieder ein kleines Craft-Update für euch. Und zwar habe ich für eine Kollegin, die zieht bald um, also ist dann nicht mehr unsere Kollegin, sowieso nicht die Kollegin, weil ich auch den Job gewechselt habe. Und ich bin froh, dass ich diesen Websas-Karton noch habe, weil ich habe nichts gefunden, wo ich das reinstecken konnte. Also, ich habe einmal... Ich fand einen Riva-Rahmen irgendwie zu groß dafür, weil die Leute machen ja eigentlich immer so einen Riva-Rahmen gefüllt. Ich habe das jetzt mal so gemacht. Das sind diese kleinen Fotorahmen, die es mal beim Action gab. Gibt es leider nicht mehr. So. Den habe ich einfach, jetzt muss ich aufpassen mit dem Licht. Da habe ich einfach mit Vinyl das hier ausgeplottet. Diese Datei habe ich aus einer Facebook-Gruppe. Wenn ich dran denke, setze ich euch den Link unten in die Infoleiste. Dann habe ich zwei Rittersport. Es gibt gerade so richtig schöne Rittersport, weil die haben Sprüche drauf. Du findest eine Lösung hier drin. Steht hier drauf. Finde ich richtig passend. Und lass es krachen. Steht hier drauf. Finde ich auch richtig passend. Weil dazu gibt es ja noch so einen richtig lustigen kleinen Hammer. Ist natürlich kein echter Hammer, ist ein Papierhammer. Da habe ich auch ewig dran gesessen. Und das Ganze kann man dann praktisch so aufhängen oder auch nicht. Also je nachdem, wie sie das findet, was ich ihr da morgen gebe. Wenn ich es euch zeige, hat sie es ja schon längst. Ich finde es eigentlich ganz schön. Ich habe hier wieder das Cardstock hinten dran vom Action, von diesen tollen Blöcken benutzt. Ja, ich habe ja jetzt 5 Blöcke davon und kann da jetzt endlich auch mal was benutzen. Das Vinyl hier hat irgendwie gar nicht so gehalten. Also das hat hier nicht gehalten, das musste ich dann hier außen hin machen. Kann ich noch nicht sagen, warum. Aber ja, ich verlinke euch mal dazu alles, was ich habe, unten in der Infobox. Und ja, schreibt mich ruhig an, falls ihr das mal nachmachen möchtet, Hilfe braucht, falls ihr Infos zu einem Plotter braucht, ruft mich einfach an. Schreibt mich einfach an. Und ich gebe euch dann Info. So, dann packe ich das Ganze mal wieder ein. Wie gesagt, ich bin ganz froh, dass ich diesen Websas-Karton noch hatte. Weil ich nicht mal mehr den Websas habe. So, kommt das Ganze hier wieder rein. Ich hätte es natürlich auch anders hinmachen können, aber ich hatte ein bisschen Angst um den Hammer. Und hier habe ich eine Karte gebastelt. Ich weiß gar nicht, wir haben ein Tutorial schon abgedreht. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das zuerst hochladen werde. Wahrscheinlich ja. Deswegen packe ich die jetzt gar nicht aus, weil die Schleife ist mir ganz gut gelungen. Deswegen lasse ich es auch so dran. Hinten dran habe ich, das ist übrigens auch das Actionpapier. Und das ist auch vom Action. Und innen drin die Aufkleber habe ich auch vom Action. Ja. Das war's auch schon. Kurzes kleines Video. Müssen ja nicht immer so lange Videos bei mir sein. Kommt jetzt noch ein Schleifchen drum und dann wird das morgen verschenkt. Das war's schon von mir. Tschüss.